Hallo zusammen, in diesem Video geht es um eine Wiederherstellungsmission, wo auch Feuer gelöscht werden müssen. Weil das in dem letzten Video so gut mit der Nachvertonung geklappt hat, werde ich das hier genauso machen. Dann habe ich den Stress so ein bisschen getrennt. Einmal spielen und nachher dann das Bequatschen. Wenn es so dunkel ist wie hier, ist es manchmal etwas schwierig, sich zu orientieren. Da kann es helfen, einfach auf der Position so weit wie möglich nach oben zu springen und zu jetten, um sich dann einen Überblick zu verschaffen. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach in den Kameramodus wechseln und dann versuchen, ob man mit der Kamera mehr erkennt. Auch bei den Wiederherstellungsmissionen mit Feuerlöschen müssen wir zunächst einmal den Reaktor wieder in Betrieb nehmen. Bis ich den erreicht habe, kann ich euch noch ein paar Infos geben, die ich in der Community aufgeschnappt habe. Zum Beispiel soll in Odyssey der Rang Elite nicht mehr der höchste Rang sein, sondern es wird noch eine höhere Stufe geben, nämlich Elite Plus. Das gilt dann auch für die bereits existierenden Ränge Handel, Kampf und Erkundung. Mit Odyssey wird es auch 9 weitere Ingenieure geben. Inwieweit die sich nur auf die neuen Spielelemente beziehen oder auch auf bereits vorhandene, ist noch nicht sicher. Und es wird später auch möglich sein, mit mehreren Spielern in dasselbe Shuttle einzusteigen. Momentan ist es ja noch so, dass jeder mit seinem eigenen Shuttle hin- und zurückfliegen muss. So, wir sind am Reaktor angekommen und schneiden das Panel auf. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht so ungünstig aufschneidet, dass es nicht rausfällt. Am besten hält man beim Schneiden respektvollen Abstand, damit es auch rausfallen kann. Und ich fange immer oben an zu schneiden. Damit habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Jetzt noch schnell den Energieregulator einsetzen und das Kraftwerk starten. Man sollte sich dabei auf jeden Fall vom Feuer fernhalten. Das ist so dermaßen OP, wenn man ohne Schilde da reinläuft, ist man nahezu sofort tot und selbst mit Schilden hält man das nur ein paar Sekunden aus. Nachdem der Reaktor gestartet wurde, müssen wir die Feuer löschen. Das machen wir, indem wir in den entsprechenden Gebäuden die Atmosphäre rauslassen. Und das wiederum erreichen wir, indem wir die Atmosphärensteuerung deaktivieren. Die Schalter zum Deaktivieren finden sich an Häuserwänden oder auf den Häuserdächern. Die schnellste Möglichkeit, diese Schalter zu finden, geht über das Terminal. Dazu schaut man sich über Einrichtung den Gebäudeaußenbereich an und sucht dort die Atmosphärenverarbeitungseinheiten. Die wählt man jetzt der Reihe nach als Ziel aus, läuft dorthin und betätigt den Deaktivierungsschalter. Die Deaktivierungsschalter befinden sich wieder hinter Paneelen, die um einiges größer sind als die Paneelen an den Türen. Hier muss man besonders sorgfältig schneiden, weil es ganz schnell passieren kann, dass man so einen klitzekleinen Fissel übersehen hat bzw. zu schnell drüber gerutscht ist und dann fällt das Paneel nicht raus, dann muss man nochmal alles abfahren. So, im Kraftwerk ist schon mal das Feuer gelöscht, das heißt, wir können da erstmal schnell rein und unseren Anzug aufladen. Wenn man sich in dem Gebäude länger aufhalten möchte, kann man auch jetzt die Atmosphäre wieder einschalten, sodass man dann ohne Helm atmen kann und der Anzug dann nichts verbraucht. Dann im Terminal das nächste Ziel auswählen, wieder hinlaufen und wieder den Deaktivierungsschalter betätigen. Man sieht auch, dass man mit einem Schalter gleich mehrere Feuer löschen kann. In unserem Fall haben wir jetzt 3 Schalter, mit denen wir dann alle 13 Feuer löschen können.
Geschafft. Ja, und jetzt wieder schnell zurück zur Station und Geld einheimsen. Bis zur nächsten Mission. See you in the black.